Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge League of Legends. Ja, dieses Mal spielen wir nochmal den vollen coolen Sterndrachen, den Aurelia Sol. Aurelion, naja. Und ich bin sehr gespannt, weil wir ihn dieses Mal top spielen. Ein bisschen tanky und gegen Jax. Das wird interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist gegen Jax, weil er springt einfach auf uns zu und stunt uns und dann sind unsere Sterne weg. Naja, mal schauen. Die haben noch Twisted Fate, Sie was sagen, vom auch Leben zu mir. Sie nennen mich Drache. ja Für meine nicht wahre so geil Form ist. fehlen Ihnen die Worte. Genau, und dann haben sie. Sorry. Ich habe gerade Ich will den mich Kosmos verbrennen, um Targon in verskillt. Ich Flammen wollte W zu gehen. sehen. Also auf W Sterne gehen. in der Naja, Sonne. das. Naja, okay. Genau, Varus und Leona sind top. Top. Was ist los mit mir? Sind Bot. Genau. Ryze ist in der Mitte. Falls Ryze. Ja. Genau, falls ich hier Schwierigkeiten mit Checks bekomme, switchen wir einfach. Und ja, das dürfte kein Problem sein. Ja, das ist. Genau, und Leonas dann haben sie Sternensysteme noch waren mich K6. wie Das wird atemberaubend. auch ein Problem sein. Der ist. Ah, der ist richtig schwer. Ah, ne. Wie will sie? Wie will sie? Solange ich einfach tanky gehe, Niedlich, sollte aber es, glaube ich, kein zeitlos. Problem sein. Ich glaube, Lebende Wesen, ja, die Kraft am der Anfang wird Erdverbundung es erloschen noch werden. ja, einfach sein und dann, ja, ich glaube, am Schluss kann ich kaum noch gegen Jax gewinnen. Sobald er eben durch meine Aura geht. Oder Sterne werden nicht über genug. meine Aura quasi Sie werden springt. gefertigt. Oh, sorry. Und Das zwar war das von Mikro. mir. Genau, über die Sternaura quasi springt und mich stunt. Dann gehen ja die Sterne weg. Und ja. Das ist gefährlich. Mut ist absurd, aber bewundernswert. So. Na genau. Aber jetzt ist er, hat er es gerade verkackt. Wieso ist er zurückgegangen? Wir müssen auch auf unser Die Mana Sonne hängt aufpassen. schief. Ah, cool, sehr Das gut. macht mich schon seit Äonen verrückt. Das ist doch mal toll. So. Ja. Ja, unten werden jetzt Auf Braum deinem und Platz Ashe mit dir. na? Gegankt. Ist nicht gut Manchmal gegangen anscheinend. starten Sterne zurück. Genau. Jetzt muss ich mal Ward aufstellen, weil jetzt ja um diese Zeit. Es ist brenzlig mit dem Ich mit sehe, dass du Ganks. ein törichtes Wesen warst. Die diven jetzt unten, echt? Ja, doch nicht, okay.
Das sah gerade auf der Map so aus. Targon benutzt mich schon viel zu lange als Waffe. Ich probiere jetzt mal nochmal den da. Mal schauen, ob er es checkt. Nee, checkt er nicht. Naja, okay. Na, viel Schaden habe ich auch nicht gemacht. Na. Not getroffen. Mit ein bisschen besserem Handwerkszeug könnte ich hier ordentlich schimmern lassen. Autsch, autsch, autsch. Das spielt sehr defensiv. Fällt mir gerade auf. Weil an sich. Der hat echt nicht. Also, wenn er mich stunt. Ja, okay, jetzt wird er angreifen. Ah, kein Mana. So, ich habe es auch gerade mit den Sternen verkackt. Aber lästige Kreatur. Okay, 2-1 steht's jetzt gegen uns. Und ja. Die Mitte war gerade nicht so gut. Also K6 hat, glaube ich, den Kill bekommen. Ah, jetzt kommt der Olaf. Aber ich habe keinen Mana. Ein bisschen schlecht. Aber. Wir Himmelsdrachen folgen unseren eigenen wunderbaren Gesetzen. Ah, okay. Ach, verdammt. Ganz schön top. Okay. Ja, jetzt habe ich keinen Flash mehr, aber das ist ja gerade not so important. Oh. Ah, es wird wieder getötet, okay. Bezahlen? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Warte, ich gehe jetzt auf. Genau, den da. Rüstung, ja. Rüstung zuerst und dann Schaden. Wie weit komme ich da rein? Nein, 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 weich doch aus. Weich doch aus. Ah, scheiß Maus, ganz ehrlich. So ist jetzt die Maus so gehüpft. Meine Güte. Boah. Das war kacke. Verdammt. Naja, okay. Habt ihr gesehen? Ich habe mein Ulti auf ihn gezielt und dann kurz bevor ich gedrückt habe, plapp, fall nach unten. Was so. Mann. Naja, okay. Stupider.
Ja, sehr gut, sehr gut. Hab schon überlegt, ob ich hier auch runterkommen soll, aber nö. Das hätte nichts gebracht. Und jetzt, ich habe hier noch Teleport. Genau. Ja, Mitte wird jetzt auch wieder verteidigt. Und ja, dann gehe ich mal top, ne? Deine Sterne leuchten für alle. Der kommt jetzt, Wieso ist der Jax zurückgegangen? Das war nicht sehr schlau. Wenn er mit reingeht, also, ja, weiß nicht. Der Twisted Fate hatte noch einen Stun. Dann hätten die... Ach komm. Dann hätten sie, also, Jax hätte mich nicht durchgelassen. Der hätte mich sofort gestunt. Twisted Fate hätte dann, Ryze. Ja, wahrscheinlich eher Olaf. Ja, nee, wahrscheinlich eher Ryze, weil der hat Fernkampf. So, Ryze, gestunt. Und dann. Ich weiß nicht, ob. Der Twister fällt trotzdem durchgekommen, ja. Gegner wurde getötet. Das ist eine gute Frage. Nichts erfüllt Susie mit Erstaunen wie die Schönheit der Naja. Das werden wir wohl nie erfahren. Da kommt nicht zu mir. Und Drachenodem soll es sein. Schafft er das? Schafft er das? Oben ist Miss. Ah, der hat ihn rausgesnipert. Ja. Ich habe schon wieder kein Mana. Ja, jetzt ist der Gang gekommen. Die sind zu lange unten geblieben. Also, ich meine vorne geblieben. So, ein bisschen wegtreiben und dann zurückgehen. Ich habe kein Mana mehr. Ah, schon. Ich treffe immer das Mikro, sorry. Na, verdammt. Okay, jetzt halt zurückgehen. Oder? Ich habe halt neues volles Leben. Das ist halt. Ja, ich warte mal. Wenn immer ich meine Arbeit für getan halte, lande ich wieder hier. Und mit der tollen Aura bekomme ich ja trotzdem die. Ah, cool, er geht hier zurück, dann kann ich pushen. Cool, der ist schon zur Hälfte down. Reicht das? Na, wahrscheinlich die Minions. Hihihi. Okay, der hat jetzt ein bisschen Lebensraub und Attack Speed. Die Sterne stehen nie günstig. Außer natürlich für mich. Bist du sicher, dass wir das schaffen?
Dieses so. Oder wartet der? Ah, das ist nicht gut. Geh lieber in die Mitte. Oder? Twisted Fates. Ja, okay, der wartet trotzdem. Ah, fuck, da kommt ja noch einer. Ah, das war jetzt Bad Luck, das da wirklich. Oder die hatten wirklich in dem Busch ein Ward, aber das glaube ich kaum. Wahrscheinlich wollten die einfach nur mich ganken, weil ich so krass gepusht habe. Ja, da hätte der Olaf nicht so lange warten sollen. Ja, oder? Ja, die Idee war eigentlich schon ganz gut. Da kann man nichts sagen. Ich hatte vielleicht den Checks auch selbst geschafft. Und dann, also weil der Twisted Fate hat ja den Rise. Das sieht so cool aus. Den Rise an seinen Turret quasi ja gedrückt. Und da ist es halt der perfekte Gank dann. Also, naja. Es steht gerade 9 zu 14. Das ist echt gut. Und da ist jetzt ein Mord drin von mir und von ihm wahrscheinlich. Aber pff, ja. Wieso wurde er? Achso, ausgewichen. Die totale Ausweichung? Warum sollte ich Mittelmäßigkeit verschonen? Gute Falle. Richtig gut. So, gleich wird der obere Turret auch fallen. Genau, dann nehme ich den und genau. Und verhaue schon mal meinen Kuh. Sehr gut. So. Oh, oh, oh. Oh, nicht gut, nicht gut. Ah, scheiße, ich wollte gerade mein Ulti machen. Aber da hatte ich keinen Mana mehr. Ah, fuck it. In der Sekunde, wo ich drauf gedrückt habe, hatte ich keinen Mana mehr. Da. Aber das ist, glaube ich, die größte Schwäche von Aurelion Sol. Aurelion, ne? Ja. Dass er, sobald man an ihn rankommt, ja, das ist eigentlich, es sei denn, er hat sein Ulti, dass er pusht die ja noch zurück. Das ist dann ganz gut, aber ja, aber sonst, sobald man an ihn rankommt, ja, ist es nicht gut. Okay. Ja, jetzt. Na gut. Jetzt haben die wieder aufgeholt. Jetzt steht's 14-15 für uns. Ja. Schade. Wird mal so. Ja. Ja, die waren zu aggressiv. Die,
Die haben zwar hier in unteren Jungle Wards, aber ja, das war zu aggressiv nach vorne gepusht. Und man wusste ja nicht, wo die Gegner sind. Also deswegen immer schauen, wo die Gegner sind. Und dann schauen, ob's. Also im Late Game und im Middle Game. Und dann ja, kann man pushen oder eben nicht, wenn man nicht weiß, wo alle anderen sind. Das ist dann so. Nee. Gell? So, der hat jetzt schon ein paar gute Items, also vor allen Dingen Attack Speed. Genau, das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Man kann fast nichts machen, wenn der Checks reingeht und stunt. Und dann halt auch drin bleibt. Vielleicht hätte ich die schnellen Schuhe gebraucht, also die mittleren, die grauen. Noch im. Das finde ich immer so krass, wenn die flashen und trotzdem sterben. Also so eine riesen Range. So ein Nahkämpfer Auto-Attack. Man flasht sich weg, aber ist trotzdem tot quasi. Ne? Ich weiß nie, zu ordinär. Naja, aber jetzt pushen wir doch ganz schön. Also die Mitte wird gerade. Ja, okay, das geht gut. Aber Top, Mitte und Spot sind jeweils die ersten Towers down. Und oh. Und Mitte ist gerade lost. Okay. Bin gleich wieder da. Nee, zu spät. Ein Stern ist so viel mehr als ein wunderbar leuchtender Körper. Okay. Weil sowieso eher unwahrscheinlich, weil der K6 unten war. Ich entfache Sternenfeuer aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft. Ja. Es ist die Frage, wo wir. Wo wir jetzt weiter pushen. Ist echt lustig, ja. Diese Frage kommt eigentlich fast in jedem Spiel. Also irgendwie so ein paar Teamfights. Und dann hat sich's wieder gelegt und dann weiß niemand, wo die Gegner sind oder was man jetzt tun muss und so weiter. Und dann entsteht so eine Blubbelblase wie gerade eben. Jungs dann einfach recruiten und Mitte pushen oder halt da, wo die gerade nicht sind. Gut. Oder eben fangen machen, das geht natürlich auch. So, jetzt. Oh Mann, immer dieses Mikro. Entschuldigung.
Sehr schön, sehr schön. Nicht sehr schön, sehr schön. Nicht sehr schön, sehr schön. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich habe ja Teleport. So. Dann gehe ich auf den da. Ja, hier ist kein Wort, ne? Ah, doch, im Gebüsch wäre ein Wort gewesen. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ich bin da. Zu spät. Was macht ihr denn? Sicher. Okay, mal hoch. Wir können bloß hoffen, dass sie diese Welt ignorieren. Das war gerade gefährlich. Aber naja. Wir haben es ja geschafft. Gut, also, es ist, wir haben jetzt schon den dritten Drachen, kann das sein? Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Also, an sich sind wir sehr ausgeglichen. Von den Türmen haben wir einen Turm mehr, nee, sogar zwei Türme. Also oben haben sie noch überhaupt keinen Turm bekommen, nur Mitte und unten. Aber trotzdem, von den Kills sind wir ziemlich ausgeglichen. Und ja. Ja, Fokus K6, ja. Die Frage ist, wenn er sich unsichtbar macht, ne? Los, Mate. Das ist nicht gut. Vor allem jetzt wissen die, dass wir hier sind. Und da ist der K6. Und hat sich ganz sicher gemacht. Oh, und jetzt ist er unten. Stun. Okay. So. Okay. Schon mal gut. Sehr schön. Unten ist er. Verdammt. Okay, dann gehen wir mal auf den Turm und holen uns den Seitenturm. Snipe. Sehr schön. Verdammt. Aber der Turm hat den bekommen. Aber das ist ja kein Problem. Die Gegner haben keinen Kill bekommen. Cool, jetzt wird oben und Mitte gepusht. Oben ist jetzt weg. Okay. Ja. Was glaubst du, was wir gerade machen, ne? Aber wir werden schnell. Aber wenn wir früher weggegangen wären, dann wäre es auch nichts geworden, weil, ja, Twisted Fate Ulti, jo, hat eine kleine Reichweite.
okay, 22, 26, das ist ganz gut, vor allen Dingen, weil die Turrets jetzt oben und Mitte angeknackt sind. Und bei uns ist relativ noch relativ safe. Also in der Mitte, der Turm ist auch nicht mehr ganz der neueste, aber ja. Und oben, der ist ziemlich down. Aber so von den Türmen führen wir halt trotzdem. So. Ja, ich hab Teleport, falls oben was ist. Aber wieso geht er zurück? Wieso? Ah, die geht doch rein. Und wieso gehe ich jetzt so rein? Oh, das war knapp. Wieso ist der Varus da zurückgegangen? Das verstehe ich nicht. Fuck it. Oh, verdammt. Ich wollte eben vom Rand kommen, damit ich cool reinjumpen kann. Und naja. Ah, und der mittlere Turm ist ja noch neu bei uns. Weil nicht mehr lange. So. Ah, 14-3 hat der Case ist. Kein Wunder, dass er so viel Damage macht. Wieso hat der denn irgendwie getroffen? Ja, scheiße. Okay, dann ja, machen wir mal Baron. Die haben einen zu wenig. Und K6 muss auch zurückgehen oder eben in den Jungle. Und genau, und eben. Ja, die sind mein Drachen. Jetzt müssen wir uns beeilen, jetzt kommen die auch schon. Und jetzt sehen die es. Aber das schaffen die nicht mehr. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir nicht sterben. Ja, okay. Jo, cool. Jetzt pushen wir in der Mitte und mal schauen, ob das Ende ist, aber ich glaube. Ja, kommt jetzt auf den Fall drauf an. Ja, wir haben natürlich krassen Vorteil von Boost, also von Buff, aber die defen halt richtig krass auf. Und da geht's hier rein. Okay. Ja, Leona ist schon krass. Ja, das war klar, dass der Sneaky Peaky reingeht. So. Verdammt. Jetzt kommt der Checks zu mir. Der Checks. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Ja. Wir haben gewonnen. Nee, also wir haben auf jeden Fall schon mal den Inhibitor. Ist sehr gut. Und von den Kills her führen wir auch ziemlich.
um 6. Und ja. Der einzige, der wirklich gefährlich werden kann, ist der Chex und der. Soll ich? Nee. Und der, na, K6. Die beiden sind halt, boah, sind richtig krass. Zeige jetzt, bin ich voll der Frostdrache, weil ich habe den Froststab und die Handschuhe. Und ja, cool. Einer unten, zwei hier links und ja, zwei Mitte. Ziemlich aufgeteilt. Ah, und Rice hat jetzt konnte nicht mehr flashen. Na gut, na gut. Aber jetzt kommen auch die beiden in der Mitte. Warum die auch in der Mitte waren und nicht bei uns? Naja. Mitte muss man ja quasi nicht mehr pushen, weil das schon gepusht ist. Voll geil. Ein kleiner Fantoke, ha? Naja. So. Jetzt kommt auch die Mitte und. Ja, ich glaube, das war's. Ja, die brauchen noch 20, dass die zurückkommen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mit Tschüss sagen soll, aber. Ich glaube schon. Ja. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Schaltet wieder nächstes Mal ein und wenn ihr Wünsche habt, bla bla bla, einfach sagen, schreiben in die Kommentare und dann werde ich spielen. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.